Unter diesem Motto stellt QS24 unter regelmäßigen Aussendungen eine Basismedizin dar, die auf den elementarsten Säulen basiert, die das Leben ausmachen. Reine Luft, sauberes Wasser und eine ausgewogene Ernährung. Diese drei Säulen des Lebens und der Gesundheit gehören nach unserer Auffassung in jegliche wissenschaftliche und medizinische Behandlung. Sie stellen aber auch die Grundlage eines gesunden Lebenswandels dar, auf dem alles weitere aufbaut und sollten daher in eine erfolgreiche Prävention mit einbezogen werden. QS24 ist es ein Ansinnen, mit diesen Staffeln umfassend zu informieren, damit sie sich ein eigenes Bild machen können. Wir müssen allerdings darauf hinweisen, dass wir trotz unserer Recherche und die Überprüfung der jeweiligen Inhalte keine Haftung übernehmen können. Die Sendungen stellen keine medizinische Beratung dar. Sollten Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt oder Therapeuten Ihres Vertrauens. Wir wünschen Ihnen viel Spaß und eine gute Unterhaltung. Ihr QS24-Team. Wenn ich da raus will aus der Infektionsecke, dann muss ich das aus der Körperebene wieder auf die Bewusstseinsebene heben. Da könnte ich es besser lösen. Da könnte ich drangehen an diese Konflikte und eine Auseinandersetzung führen. Das wäre sehr hilfreich und sehr günstig für beide Seiten natürlich. Für alle. Ja, stellen wir uns vor, die würden wirklich mehr miteinander reden, auch die Systeme, statt Krieg zu machen. Wäre doch viel, viel besser. Ja, selbst wenn sie sich da in die Haare kriegen, sollen sie. Können ja in Österreich tragen, dann tanzt der Kongress wie seinerzeit. Und man kriegt das ja schon irgendwie mal hingebogen. Das ist wirklich auch eine Mentalitätssache. Ich habe mal ein Haus in Niederbayern gebaut, lange vor dieser Ökowelle. Ein Haus, was viel mehr Energie produziert hat, wirklich deutlich mehr Energie produziert hat, als es verbraucht hat. So, ich habe von mir aus noch nie einen Prozess geführt, möchte ich auch gar nicht. Halte ich für Zeitverschwendung. Aber der Architekt und die Baufirma haben natürlich gleich einen Prozess geführt. Und ich musste da als Zeuge aussagen und so weiter. Hier haben wir 11 Häuser gebaut oder saniert, was noch viel schlimmer ist, also aufwendiger ist zu sanieren. Das alte Haus hier, in dem wir jetzt sind, das hätten wir, wenn wir es niedergerissen hätten, also warm entsorgen heißt es, dann hätten wir da viel Geld gespart. Egal, wir haben es aufwendig saniert. Das sind auch unsägliche Sachen passiert. Also der Estrich war drin, bevor die Heizschlaufen drin waren. Das ist natürlich nicht so günstig, die Situation. Jetzt muss der Estrich wieder raus. Wir wollen einen Glasbalkon haben und die haben uns so dicken Beton da reingemacht, wenn wir mal auf Kurs waren. Ist auch nicht das, was du willst. Und ja, was macht man dann? Man streitet sich, man wirft sich Sachen um Kopf und so weiter. Aber zum Schluss geht es in Österreich so aus, dass man einfach ein paar Kisten Wein anschafft, die alle einlädt, man trinkt darüber. Es muss irgendwie zum Schluss schon passen und es passt dann schon. Etliche Viertel nach Mitternacht passt es dann schon. Ne? Alle sind so weit im Öl, sagt man hier, also betrunken, dass es irgendwie dann passt und man regelt es. Und selbst wenn der andere Teil stur ist, war eine Schweizer Partnerin auf meiner Seite, die hat dann gesagt, nein, das kommt nicht in Frage, wir sind da völlig unschuldig dran. Ihr habt den Estrich vor dem Dings gelegt, vor den Heizspiralen. Ihr müsst, ja, okay, dann halt noch ein Viertel. Und zum Schluss wird der wieder rausgespitzt, der Estrich, und der Beton wird rausgesägt und da ist jetzt eine Glasplatte drin und das ist jetzt beheizbar. Keinen einzigen Prozess hat es gegeben mit all diesen Häusern hier. Fast hätte es eingegeben, weil eine deutsche Firma, die einzige deutsche Firma, die wir dabei hatten, die Sessel geliefert hat, die waren völlig verkehrt. Und da war es fast noch weit gekommen, habe ich dann abgebogen. Okay, man muss nicht auf diesen Ebenen Krieg führen. Man kann sich andere Ebenen suchen. Das ist möglich. Also noch besser wäre es, das schön zu saufen. Das ist so eine bayerische Methode. Ne? Bayern gibt es ja keine hässlichen Menschen, nur einen Mangel an Bier. Ja. Nach 2, 3 Halben ist jeder schön genug. Das ist einfach ein Fakt. Da ist dann der Kater besonders herb in Bayern, weil das Erwachen am Morgen natürlich besonders deutlich sein könnte. Aber ansonsten wird die Welt schön gesoffen. Ja? Das ist, in Norddeutschland wäre das undenkbar, muss man sagen. Ne? Ja? Nein? Wir machen das genauso. Aha, okay. Wir verstecken das nur mehr. Okay, ja, da bin ich zwar geboren, aber da habe ich nicht so viele Erfahrungen.
Okay. Ich schlug in den Kaffee und die Sahnehaube drauf. Das stimmt. Und dann merkt man es nicht mehr. Das einzige Mal, dass mir zum Frühstück Whisky serviert wurde, war in Abu Dhabi, in einem 5-Sterne-Hotel, wo Muslime sagen haben, ne? Also wo es ja gar keinen Alkohol gibt. Ich denke, was ist denn das? Und ist da Whisky drin? Das haben sie verwechselt mit einem Muslim am Nachbartisch. Der hatte meinen Kaffee und ich hatte seinen Whisky. Aber war für mich auch eine schöne Erfahrung zu sehen, okay, man kann schon am Morgen einfach eine Tasse voll Whisky trinken, wenn man Muslim ist, offensichtlich, und in Abu Dhabi im richtigen Hotel absteckt. Also insofern kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass das unter der Sichtbarkeitsschwelle so läuft. Okay, also es wäre immer wichtig, dass wir an die Ebene darunter kommen, auf die Ideenebene, und dort eine erlöstere Form finden. Ja, bei dem Thema, was wir jetzt haben, das ist die erste Lebensbühne, Aggressionsprinzip, gibt es Mord und Totschlag, Krieg, Kampf, Streit. Aber es gibt auch Mut, Courage. Ne? Coeur ist da drin, das Herz, Rage, das wilde Herz. Diese Entscheidungsfähigkeit, Konfrontationsfähigkeit und so weiter. Das ist einfach die Polarität in diesem Prinzip. Jetzt gibt es noch 11 andere solche Prinzipien, 12 insgesamt. Immer gibt es eine destruktive, immer gibt es eine konstruktive Ebene, und wir könnten schauen, dass wir, wenn wir die Ideenebene haben, dass wir dann von der destruktiven auf die konstruktive Ebene kommen. Und dann kann man auf der Bewusstseinsebene wirklich vieles integrieren. Das wäre so die Grundidee von der Krankheitsbilderdeutung. Können wir jetzt auf alle möglichen anderen Krankheitsbilder übertragen. Wenn ihr Fragen habt dazu, will ich gern versuchen, mit euch zusammen da so ein paar Beispiele zu lösen. Kann man so ein bisschen wie Agatha Christie machen, ne? Miss Marple. Ja, das muss man einfach ein bisschen clever sein, intellektuell. Und dann braucht man aber auch noch diesen, wie hieß denn der Mister dazu? Miss Marple. Watson heißt er bei Sherlock Holmes. Das ist so eine ähnliche Geschichte. Ich weiß es nicht. Aber da gehört noch ein Mann dazu, der ist der weibliche Pol bei den beiden. Ne? Miss Marple ist diese ganz unglaublich gescheite Analytikerin. Und der Mann, der hat mehr so, nein, fällt der Name jetzt nicht ein, der hat mehr Intuition. Wenn man die beiden Seiten zusammenbringt, das Wissen um die Lebensprinzipien, Urprinzipien, auf der einen Seite und die Intuition auf der anderen Seite, das Persönliche, Individuelle, warum gerade mir, gerade das, gerade so, haben wir heute ein bisschen beim Wassertest geübt, so Geschmack, eigene Geschmacks, eigene Gefühl, ist auch wichtig. Gut. Schauen wir uns an, was bei Parkinson los ist. Und wir haben ja viele berühmte Beispiele. Ja, gibt ja kaum ein Krankheitsbild, wo man so viele aufführen kann. Bei Alzheimer habe ich die beiden aufgeführt, Thatcher und Reagan, dann ist aber schon Schluss. Aber bei Parkinson haben wir den Papst Wojtyla, den polnischen Papst, der hat ja bis zur bitteren Neige mit Parkinson in der Öffentlichkeit durchgehalten, bis er wirklich daran gestorben ist. Dann haben wir Mao Zedong, den chinesischen großen Führer oder wie sie nennen. Wir haben Tito, der das auch sehr deutlich verkörpert hat. Also das sind schon das wirklich sehr deutliche Beispiele. Und schauen wir mal den Parkinson-Patienten an. Ja, der hat eine Schüttellähmung, also hat eine Lähmung, wo er nicht mehr Herr seiner Glieder ist. Er hat dieses Zittern, was als Angstsymptom leicht zu durchschauen ist. Er hat das Salbengesicht, ja, das ist ein Gesalbter, bei Wojtyla war das natürlich besonders krass. Christos heißt der Gesalbte. Christus ist ja zu Christus geworden durch Maria Magdalena, der einzige Jünger, den er auf den Mund küsste, steht in der Bibel übrigens drin. Ja. Also die hat ihm die Füße gesalbt mit diesem kostbaren Öl. Und alle haben getobt, weil es so teuer ist. Und er hat aber gesagt, nee, es ist in Ordnung. Und sie hat das gemacht und dann war er Christos, der Gesalbte. Und wenn man so die Ideen anschaut, dieser aufgeführten Menschen, das sind hochfliegende, große Ideen. Ja, also Mao wollte natürlich China voranbringen. Eine seiner Kampagnen war der große Sprung nach vorn. Millionen Menschen. Also niemand hat so viele Menschen auf dem Gewissen wie Mao. Also auch Hitler nicht. Das ist so entsetzlich, was die Kulturrevolution und diese ganzen Kampagnen, die der gemacht hat, und zwar gnadenlos. Ja, gnadenlos. Da sind unendlich viele Menschen zu Tode gekommen dabei. Der hat das einfach durchgezogen für dieses große China. Und Tito war Kroate, hat in Belgrad, also in
im serbischen Bereich, dieses Völkergemisch zusammengehalten mit seiner Art, mit seinem Traum. Gut, er war ein Partisanenchef. Und solange Tito da war, hielt das auch gut zusammen. Heute gibt es keinen, also ich kenne keinen Bereich in Jugoslawien, ich mache da auch Vorträge, die nicht sich zurücksehen an die Tito-Zeit. Ja, selbst die Slowenen, die als Erste davon sind, die sagen, es war viel besser. Es war ruhiger, du hast alles gehabt, es war viel besser. Ich habe noch gar keinen getroffen, der sagt, super jetzt. Es gibt bestimmt ein paar Kapitalisten, die reich geworden sind und sagen, das ist viel besser geworden. Aber so, der Bevölkerungsmehrheit findest du gar niemand. Tito war für die schon eine Figur mit Ausstrahlung. Der hat es zusammengehalten, dieses Reich. Und auch Wojtyla, ich meine, Wojtyla hat letztlich den Ostblock zu Fall gebracht. Das ist nicht irgendwie Reagan, der die zu Tode gerüstet hat. Wojtyla hat einfach mit Hilfe der Mafia, muss man sagen allerdings, unglaubliche Geldsummen gewaschen, in Anführungszeichen, und der Solidarność Lech Wałęsa zugespielt. Die Solidarność ist ein Kind von Wojtyla. Und der ist einfach ein ganz strammer Antikommunist gewesen. Auch ohne Rücksicht auf Verluste. Der hat der katholischen Kirche ganz Lateinamerika vertrieben. Mit einer einzigen herrischen, aus meiner Sicht auch bösartigen Geste. Ja, da ist Lateinamerika, hat die katholische Kirche über die Befreiungstheologie Fuß gefasst. Also Leute wie Domhelder Camara, Ernesto Cardenal, also der Dichter der Befreiungstheologie. Und die haben mit den armen Leuten zusammengehalten und auch für eine soziale Revolution sich eingesetzt. Camilo Torres war dieser berühmte Priester, der dann statt der Bibel das Maschinengewehr gewählt hat und zur Guerilla gegangen ist. Aus diesem Bedürfnis heraus, dieser entsetzlichen und völlig unnötigen Armut ein Ende zu machen. Naja, das prallte da aufeinander. Wojtyla, der Antikommunist, und dann diese doch sehr linksorientierten Priester. Und in Managua, auf einem riesigen Feld, wo über 1 Million Katholiken zusammenkamen, wie Wojtyla da zu Besuch kam, kam Ernesto Cardenal dahin und hat sich niedergekniet vor Wojtyla und wollte ihm den Amethyst küssen, den Papstring, und sich doch der päpstlichen Autorität unterwerfen. Und Wojtyla hat nur so gemacht. Ja, mit so einem Gesichtsausdruck. Das fand ich dann auch wunderschön. 1 Million Katholiken hat sich umgedreht, dem Papst den Rücken zugewandt und sind weggegangen von diesem. Das ist kein heiliger Vater. Ne? Das ist ein Antikommunist. Der hat da oben nichts zu suchen. Und das kannst du heute noch erleben. Heute gibt es jede Menge Evangelisation aus USA. Also wirklich ein naives, evangelisches, eiferndes Christentum. Es gibt wieder Candomblé, es gibt Santo Daime, diesen Ayahuasca-verbundenen Kult. Es gibt Macumba wieder, das blüht auf in Brasilien, überall. Ja, die haben ein bisschen wieder zurückgewonnen durch den jetzigen Papst, der ja Argentinier ist. Vielleicht war das auch sogar ein Aspekt bei der Wahl, diesen doch sehr alten Mann da zu wählen. Naja, also wenn man das anschaut, sind das Figuren, die einfach für ihre Idee alles opfern. Ja, die über Leichen gehen, die wirklich sehr, sehr davon, von ihrer Sendung eingenommen sind, die gesalbt sein wollen. Geliebt von allen, Mao, Tito, auch Wojtyla, so ein Stück, die große Ideen hatten. Ich kann es auch für meinen Großvater sagen, der war halt Chefarzt zweier großer Kliniken, das musst du ja nicht sein, das reicht ja normalerweise eine. Aber nee, Großvater hatte halt einfach zwei und große Ideen in der Medizin und so weiter. Und das ist schnell auch bei den einfachen Parkinson-Patienten, ja, dass da so dieser Anspruch, der dann auf die Körperebene sinkt, die sind dann physisch gesalbt, dieses glänzende Gesicht, dann auf der einen Seite dieses Zittern, diese große Angst, die da auch da ist, auf der anderen Seite aber auch dieses Gelähmtsein, ja, wo einfach was Neptunisches durchkommt, wenn wir auf die Urprinzipienebene kommen, ja, die Angst, das ist sowas von der 10. Lebensbühne. Also, was würde Ihnen gut tun? Was würden wir heute empfehlen? Von der Medizin her, Darmsanierung. Die Unterwelt muss aufgeräumt werden. Da sind unglaubliche Dämonen aktiv. Ja, wenn man denkt, ich bin heiliger Vater, arbeite mit der Mafia zusammen, wasche dieses Blutgeld in
Geld, was ich gegen den Kommunismus einsetze. Als Heiliger Vater müsste ich eigentlich wirklich so ein großes, weites Herz haben. Und die Kommunisten und die Antikommunisten, und die müssten alle da Platz haben. Aber nein, das war nicht der Fall. Der ist da auch über Leichen gegangen. Und kann man heute sagen, es war auch gut und so, das schon. Aber aus seiner Perspektive auch beeindruckend, ne? Wie der bis zur bitteren Neige, der ist ja wirklich bis zum Tod von Parkinson schon so geschlagen, immer noch weitergegangen. Der deutsche Papst war mit seinem Thema, ja, völlig fertig und ist im Burnout zurückgetreten als erster Papst. Die haben sie heute nicht leicht. Ja, der hat sie jetzt auch nicht leicht. Na gut, also wenn wir das so anschauen, die Unterwelt gehört saniert. Wirklich richtig saniert. Das Schattenreich gehört angeschaut, wie bei der ganzen Kirche, wie bei der ganzen kommunistischen Bewegung in China. Das ist ja die grässlichste Bewegung, die es auf dieser Welt gab, auch bis heute, ehrlich gesagt. Ja, und ich weiß um die Gräuel der Nazi-Geschichte, aber so viel hat Hitler nicht auf dem Gewissen wie Mao Zedong. Und auch heute noch. Ja, die haben einen Organhandel und einen Krieg gegen die Falun Gong-Anhänger. Die machen Qigong, grob gesagt, die Falun Gong-Anhänger, und werden eingefangen, in Lager gesperrt, typisiert und auf Bedarf geschlachtet. Das ist China. Ja, wo kommen diese Organe sonst her? Von Eurotransplant kommen die nicht. Ja, also da kannst du aber reinschauen, wo du willst. Die Kommunistische Partei in China, die hat ein Regime laufen, das ist beispiellos. Ja, ich wirklich meine es, beispiellos. Und wir alle kuschen vor denen, weil sie so eine Wirtschaftsmacht haben. Also Schattensanierung, ganz wichtig. Darmsanierung diesbezüglich. Ja, und dann sich diese enorm hochfliegenden Träume bewusst machen. Ja, einfach es mal bewusst machen, statt jetzt einfach zu kämpfen und über Leichen zu gehen. Ja, und dann wäre es auch möglich, konstruktiv in diese Richtung zu gehen. Also meine Mutter war ein Leben lang Sonderschulpädagogin und für uns vier Kinder wirklich auch ein Segen. Aber die hat halt einfach so hohe Vorstellungen gehabt von Pädagogik, kannte das auch alles, von Alice Miller bis Young, oder wie hieß der Neil da in Summerhill und so weiter, da ist alles im Kopf. Und sie wollte einfach eine ganz andere Pädagogik. Und das ist aber überhaupt nicht auf fruchtbarem Boden gefallen. Ja? Ein katholischen Heim für schwer erziehbare Mädchen, da hat die wirklich was ausgestanden. Und irgendwann haben wir immer gesagt, schreib's einfach mal auf, ja? Was du eigentlich meinst und was du willst und so weiter. Und das hat ihr gut getan, hat gebessert. Ja, die hatte zum Schluss gar kein Zittern mehr und so weiter, wie sie sich dann auch noch auf vegan umgestellt hatte mit 84, glaube ich. Und mit 87 ist dann das Zittern noch verschwunden, weil sie das Gluten weggelassen hat. Das müsste natürlich unbedingt bei solchen neurodegenerativen Krankheiten auch passieren. Gluten muss weg bei solchen Dingen. Und auf der seelischen Ebene ist es natürlich sehr schwer, zu diesem Schein, zu dem Salbungsthema zu stehen. Ja, das braucht auch einen ganzen Haufen Demut. Wir haben einen guten bekannten Freund, der ist Professor, Doktor der Theologie und der Philosophie. Macht auch Kamingespräche hier mit uns. Wiener, katholischer, also Direktor von dem Institut da und ein Professor. Was hat der gemacht am Ende dieser Karriere? Der hat angefangen zu salben. Der hat Massagen gelernt, macht eine verblüffend gute chinesische Medizin mit Meridianmassagen und so weiter. Er berührt jetzt Leute wirklich und salbt die. Also das finde ich ja irgendwie berührend und hat auch immer ein volles Programm. Ne? Also wenn er hierher kommt und massiert, ist das gleich voll bei ihm. Da wollen die Leute das mal erleben. Ja, der so gebildet ist in diesem Bereich jetzt, Philosophie und Theologie, macht auch Spaß, mit dem mal 2 Stunden sich zu unterhalten, so gibt es diese Kamingespräche. Naja, also aber das braucht natürlich schon vom Professor, Doktor, dann in der Pension runter Lehrling werden, Massage lernen, ne? Und dann Menschen massieren. Aber eigentlich ein folgerichtiger Schritt. Ja, er will berühren, er will mal was bewegen, nach der ganzen Theorie, sage ich jetzt dazu, ja, und er will salben. Also dieses Thema vermitteln, was natürlich jedem Theologen ins Stammbuch geschrieben ist. Also das wäre für den Parkinson-Patienten eine wichtige Sache, dazu zu stehen, zu diesem großen Anspruch, zu diesem Scheinen.
Da wäre es natürlich gut, er würde frisch und biophotonenreich essen. Dann wird es eher was mit dem Schein, mit dem Charisma, mit der Ausstrahlung. Darum geht es ja. Ja. Das haben Leute wie Mao, Tito haben auch natürlich so einen Schein um sich gehabt. Wenn ihr die Bilder von Mao erinnert zum Schluss, der war ja schon nur noch ein Denkmal, ein erstarrtes Denkmal. Und den haben sie dann noch in den Yangtze gesteckt, da musste der noch so ein bisschen paddeln, weil der einfach China zusammengehalten hat. Danach kam dann die Viererbande und da ging es ja drüber und drunter. Tito genauso, der war kaum weg, da brach das zusammen und die haben sich hier rüber hingehauen. Also, die haben schon viel verwirklicht von diesem großen Anspruch, aber natürlich auf einer Ebene, die mit ihnen nichts zu tun hatte. Oder wenig, ja, das war aufs Land projiziert. Also, der müsste zu diesen großen Ideen stehen, sich dazu bekennen und müsste seine Schattenwelt aufräumen und er müsste auch die Ernährung umstellen, zu fasten. Der könnte gut zum Beispiel Sazen oder sowas machen. Das habe ich schon oft erlebt als hilfreich. Es muss das Gluten weg. Da würde viel helfen. Und ich würde natürlich Dopamin mir dann geben lassen von der Schulmedizin. Die können das gut einstellen inzwischen. Okay, gibt's verschiedene Geschichten. Ich habe gerade so in Rio so einen berühmten Schauspieler dort, der auch Parkinson bekommen hat, interviewt. Der hat sich dann wirklich auch da im Gehirn was einbauen lassen, wo er einen Reiz ausüben kann. Und damit ist es auch relativ gut geworden. Also Schulmedizin kann da sogar auch was heutzutage. Wobei ich würde es immer erst mit diesen doch eher ganzheitlichen Methoden versuchen. Ja, das schadet natürlich, hat keine Nebenwirkung, den Darm mal richtig zu sanieren, mal richtig zu fasten, das Schattenreich mal anzuschauen. Das ist für jeden Menschen gut.